Von Amsterdam geht es 1200 Kilometer Richtung Osten in eines der neuen Lieblingsziele des Städtetourismus. Es geht nach Krakau. Rund 760.000 Einwohner machen es zur zweitgrößten Stadt Polens. Heute besuchen jährlich rund 10 Millionen Touristen diese polnische Perle. Kultur, Geschichte und Party, all das liegt ganz eng beieinander im mittelalterlichen Zentrum. Natürlich seit langem auch UNESCO-Weltkulturerbe. Auch ich mische mich unter die Touristen in der Altstadt. Der erste Tag unseres City-Trips in Krakau kann beginnen. Naja, obwohl Polen in der EU ist, ist der Zloty, der polnische, hier immer noch die offizielle Währung. Euros, ja, die kann man hier sicherlich auch gebrauchen im ein oder anderen Restaurant. Aber ich hätte schon gern die lokale Währung. Da gibt es eine Regel. Ungefähr 1 Euro entsprechen 4 Zloty. 1:4, kann man sich merken. Steht aber hier überall an den Wechselstuben ganz unterschiedlich dran. Da kommen die Kurse heftig ins Schwanken. Und Sie ahnen es schon, die schwanken vor allem in eine Richtung. Überall finde ich hier Wechselstuben. Die Kurse sind übersichtlich und gut leserlich ausgeschrieben. Da gibt's doch kaum Spielraum für irgendeinen Irrtum, oder? 50 Euro tausche ich in einer beliebigen Stube in polnische Zloty. Hallo. Ja, 50 Euro in Zloty bitte. Bekommen sollte ich laut Kurs auf der Tafel 223 Zloty. Bitte sehr. Danke. Schon beim Verlassen der Stube fällt mir auf, ups, das ist zu wenig. Nur 171 Zloty. Hat sich der Mann etwa in der Währung geirrt? Warte mal, ja, da stehst du völlig richtig. Hier steht's doch. Nicht US-Dollar, Euro, 4,46. Und hier steht jetzt drauf, 3,43. Ein Zloty Verlust pro Euro. Das ist ein Viertel weniger, was ich da gerade verloren habe. Moment mal, frag doch nochmal nach. Entschuldigen Sie, eine Frage. Draußen steht 4,46. Das ist der Verkaufskurs. Es gibt den Kurs, zu dem wir Euros kaufen und einen, zu dem wir verkaufen. Links steht der Einkaufskurs, rechts zu dem wir verkaufen. Das hier? Das heißt Verkauf. Kupno heißt kaufen. Wie spricht man das aus? Spredas. Spredas? Spredas. Spredas. Und das ist der Kurs, zu dem wir die Euros ausgeben. Also Sie verstecken das hier drin und da draußen zeigen Sie den Verkaufskurs. Aber Touristen wechseln doch keine Zloty in Euro, oder? Was soll ich machen? Das ist schon ein kleiner Trick, oder? Ich verliere jede Menge Geld bei Ihnen. Der Mann kennt die Falle, in die ich getappt bin. Das ist dann sozusagen gleich Lektion Nummer 1 in Polnisch. Spredas. Ich muss es noch mal lernen auszusprechen. Das hier ist der Trick, weil die würden ja hier vor Ort nicht zurücktauschen. Wir brauchen ja Zlotys und nicht umgekehrt. Von wegen hier No Commission. Der Kurs ist einfach. Und zwar richtig. Okay? Jetzt möchte ich mal rausfinden, ob das der einzige Laden ist, der hier so von. Kommt, da vorne ist doch noch einer. Stand da auch so ein toller Kurs dran. Gehen alle Wechselstuben in Krakau auf Touristenfang, indem sie den Kurs anschreiben, zu dem sie Zloty in Euro tauschen? Touristen wechseln aber Euro in Zloty. Ich tausche 50. Glaube ich als Tourist der Tafel, tausche ich hier zu einem Kurs von 4,45. 4,45? 3,45. Da fehlt ein Viertel meiner Kohle. Auch hier. Hat das hier System? Ich gehe da jetzt mal nicht rein. Ja, nicht, dass wir hier so einen großen Aufriss machen. Kommt ihr bitte mal alle zusammen. Komm mal rüber mit der Kamera. Komm mal rüber. Gut, Leute. Wir machen das jetzt so. Hast du noch ein paar bisschen Euros? Ich habe noch ein paar Euro, ja. Ja, bevor ich mich jetzt hier totwechsle, ja, aber irgendwann ist das Geld futsch. Geht ihr bitte mal, schwärmt mal aus und in der Innenstadt einfach mal gucken. Du ein paar Euro wechseln, du ein paar Euro wechseln, du ein paar Euro wechseln. Lass uns mal 6, 7, 8 von den Dingern ausprobieren. Die Regel muss immer sein, dass hier draußen natürlich für alle Touristen sichtbar der Wechselkurs steht. Ich würde den ja sonst nicht draußen in mein Schaufenster tun. Wenn ich nicht auch als Tourist davon ausgehe, dass das der Kurs ist, den ich bekomme. Stimmt aber gar nicht. Mach mal, okay? Okay.
Mein Team schwärmt aus und tauscht jeweils 100 Euro in Slotty. In 8 verschiedenen Wechselstuben. Auch ich tausche noch etwas Geld. Ganz zufällig komme ich an dieser Stube vorbei. Aber hier steht er jetzt nicht so, ich sag mal, schreiend draußen dran, der Preis, sondern gleich hier über dem Kassenhäuschen. Warte mal kurz. Der Einkaufskurs liegt bei 4,28. 4,28, das ist gut. Ist das echt? Super. Super. Ja, super. Danke für den guten Kurs. Oh mein Gott. Thank you very much. Für 100 Euro bekomme ich hier tatsächlich 428 Slotty. Es geht also auch ohne Abzocken mit einem ehrlichen Kurs, dem, der dran steht. Der Mann hier in seinem Laden ist aber die große Ausnahme. Verglichen mit seinem Kurs zum offiziellen Mittelkurs verliere ich gerade mal 47 Cent. Nach einigen Stunden treffen wir uns in unserer Unterkunft. Abrechnung. Da haben wir es ja jetzt amtlich. Der sogenannte Devisenmittelkurs, also der Kurs, mit dem an den internationalen Finanzmärkten der polnische Zloty gehandelt wird, den kann man online nachgucken. Und der beträgt am heutigen Tage, heute um 12.37 Uhr für 1 Euro 4,3. Dieser Mittelkurs gilt als präzisester Wechselkurs. Er liegt genau zwischen dem Ein- und Verkaufskurs. Das ist so schön und das ist vor allem amtlich. Nun wird uns genau so ein toller Kurs hier auf jedem Plakat vor so einer Wechselstube versprochen. Stimmt aber gar nicht. Weil auf dem Weg in den Laden werden wir das Geld schon wieder los. Weil da herrscht ein anderer Kurs. Und der Peter rechnet jetzt mal aus, wie viel Kohle wir hier wirklich aus der Urlaubskasse verlieren. Genau. Der Wechselkurs lag in unseren Stichproben in den meisten Fällen deutlich unter dem offiziellen Kurs von 4,3. Und noch deutlicher unter denen in den Schaufenstern. Wer macht sich denn hier beim Kurztrip die Mühe, das nachzurechnen? Wir. Und ich finde das Ergebnis unglaublich fast. Also es erschüttert mich. Über ein Viertel der Urlaubskasse wird einem weggenommen, nur wenn man diese Läden betritt. Wir wollen die Situation noch mal verdeutlichen. Seht mal hier. Das ist das Schild, was davor ist. In diesem Fall hier ein Kurs von 4,46. Da latsche ich natürlich rein. Wenn ich da rauskomme, habe ich 23 Euro von den 100 verloren. Hier. Streng nach Mittelkurs von 4,3 gerechnet, sollte ich beim Tausch von 100 Euro, also 430 Slotty bekommen. Das wären umgerechnet knapp 21 Euro mehr, als ich in den Stuben tatsächlich bekommen habe. Die Krakauer Geldwechsler haben bei der Kursgestaltung ihre eigenen Vorstellungen. Ich habe mein Geld weit jenseits des realen Gefüges zwischen Verkaufs-, Mittel- und Ankaufskurs getauscht. In 6 von 8 getesteten Wechselstuben. Ich finde, dadurch, dass wir das hier auf 6 von 8 gefunden haben, und es gibt ja noch viel mehr, da steckt System dahinter. Ja. Das ist systematische Abzocke, die unsere Urlaubskasse leert. Staatlich verordnete Kurse gibt es in Polen zum Glück nicht mehr. Aber solange Slotty neben dem Euro existieren, lauern die Kostenfallen in der gesamten Krakauer Innenstadt. Diese roten Punkte sind Wechselstuben in der Innenstadt von Krakau. Die paar Grünen sind wahrscheinlich ehrlich. Die Roten, die betrügen uns. Man geht rein, tauscht Geld und verliert ein Viertel der Urlaubskasse. Das hat System. Viele, wirklich enorm viele Wechselstuben ziehen das hier durch. Was sagt denn die Stadt dazu? Ja, wir haben angefragt. Wir wollten ein Interview haben mit den Herren und Damen darüber sprechen. No, da sind wir nicht zuständig, hieß es. Dann muss ich selbst zum Rathaus. Da drüben ist die City Tourist Information Center, sozusagen das Tourismusbüro der Stadt Krakau. Mal schauen, was die dazu sagen. Denn man muss es leider so sagen, die allermeisten Wechselstuben ziehen Touristen das Geld aus der Tasche. Gastfreundschaft geht anders. Hallo, ich habe eine Frage. Ja? Wegen der Kantore, die Wechselstuben. Die haben draußen alle falsche Kurse.
Warum tun Sie nichts dagegen? Ja, das versuchen wir, aber es ist hart, dagegen anzugehen, denn es ist wirklich ein großes Problem. Also es ist ein großes Problem. Also Folgendes haben wir getan. Schauen Sie mal, hier die roten Punkte auf der Karte, das sind alles Stuben, die die falschen Kurse anschlagen. Ja. Das ist 2/3 aller Wechselstuben. Also, wenn es eine Ausnahme wäre, okay, aber so 2/3. Ja, wir sind darüber informiert. Okay. Wie wenn Sie Kollegen fragen, die kennen das auch. Aber es gibt auch ein paar Ehrliche. Naja, ein paar, aber die muss man schon lange suchen. Also Ihr Tipp wäre immer reingehen, weil die Kurse, die draußen dran stehen, falsch sind? Ja, genau. Okay, danke. Zum Glück gibt's in Krakau auch Wechselstuben, die Touristen nicht arglistig täuschen. Wer also ohne Slotty nach Krakau reist, sollte ein paar Tipps beherzigen. Also, doch. Klar wollen die uns hier kein Interview zu sowas geben. Und die Dame hier im Touristenbüro, im Tourist Office, gibt zu, das ist ein Riesenproblem hier in Krakau. Lassen Sie es nicht zu Ihrem Problem werden. Entweder ziehen Sie Slotties am Automaten. Da ist der Kurs ganz okay. Wenn Sie Euros in Slotties tauschen, nie auf den Kurs gucken und hören, der vor der Wechselstube steht. Immer reingehen und sich von dem, der gleich wechselt, erstmal die korrekte Rate anzeigen lassen. Wenn die nicht stimmt, wenn die unter 4,0 liegt, gleich wieder raus. Der Krakauer Hauptmarkt ist einer der schönsten und größten Plätze Europas. Er misst auf jeder Seite 200 Meter. Angelegt im 13. Jahrhundert, reiht sich hier eine Sehenswürdigkeit an die andere. Und natürlich gibt's hier das, was fast alle mit Krakau verbinden: Wurst. Und ich habe schon richtig Appetit. Bei der Portion geht das Problem aber los, hier auf dem Markt. Die nächsten Minuten sind nichts für Vegetarier, weil hier gibt's gleich Fleisch in rauen. Und wenn ich sage rauen Mengen, dann meine ich das auch so. Grillhütten gibt es genug auf dem Platz. Und die Preise scheinen mir auf den ersten Blick eigentlich okay zu sein. Okay. Ja, das Schöne ist, so teuer wird's nicht. Eine Wurst kostet hier 2,50 Euro. Genauso erwarte ich mir das, also preiswert. Aber da reichen für uns vier jetzt zwei. Das sind dann 5 Euro. Tolles Mittagessen. Zwei Würste bitte. 5 Euro ist äußerst fair. Dazu gibt's 2 Scheiben Brot und einen Klecks Senf. 5,50 bitte. Ja, 50, aber nur 2, also 10, 10. 25 und 25, also 50. Warum? Hier. Alright. Auf einmal ist es doch teurer als gedacht. Viel teurer. Mit 5 Euro habe ich gerechnet. Jetzt sind es 13. Das grenzt an Wucher. Aber warum? Kein Mensch kommt jetzt auf die Idee, mal nachzufragen, was es wirklich gekostet hat, weil es geht so schnell, du hast einen Riesenhunger. Das sind schon große Würste. So, nun erwarte ich nicht, dass das hier auf Deutsch oder Englisch draufsteht. Aber selbst auf Polnisch kann ich mir denken, was das hier heißt. Bezahlt haben wir für die Würste offenbar einen Grammpreis. Natürlich mehr als 100 Gramm so eine Wurst. Plus 1 Euro für Senf und Brot. Ich will jetzt nicht speziell werden, aber das ist schon eine gute Abzocke, oder? Vor allem, weil sie völlig unvermutet kommt. In jeder deutschen Wurstbude stehen Endpreise angeschlagen. Doch hier in Krakau schreiben sie offensichtlich Grammpreise aus. Egal wie man es nennt. 8 Euro sind weg. Wir gehen davon aus, dass wir die hier für 5 Euro bekommen und wir haben fast 13 Euro bezahlt. Ja, bei einer Familie mit 4 Würste, da bist du schon mal wieder Geld los. Was für ein cooler Trick. Es ist der einzige Laden hier. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Würste heute essen. Schauen, wie die schmecken. Beim Geschmack gibt's nichts zu bemängeln. Die Qualität der Würste auf dem Krakauer Hauptmarkt steht außer Frage. Aber die Preise sind schon mehr als gepfeffert, oder? Ich schaue mich bei einigen Mitbewerbern um. Was rufen die denn auf für die Krakauer? Krakauer, eine. Und da erschließt sich mir die Preisexplosion bei der Grillwurst. Ah, siehst du, und das haben wir beim ersten Mal gar nicht gesehen. Dass hier drunter natürlich eine Waage ist. So, und da steht's jetzt drauf. 280 Gramm. Ist das alles? Yes, please. Gleiches Prinzip. Wer die Preistafel übersieht, der zahlt. Und zwar ganz schön kräftig drauf. Vorsicht also, andere Länder, andere Sitten. Der Grillmeister wiegt die Wurst in Krakau und verrechnet nach Gewicht. Der Preis an der Tafel gilt für 100 Gramm.
Eine Wurst wiegt aber rund 250. Also zahlen Sie das 2,5-fache des Preises auf dem Schild. Darauf kommt sicher kein deutscher Tourist, wenn er hier zum ersten Mal in eine Original-Krakauer reinbeißen will. Also, wenn Sie diese tollen Würste hier genießen wollen, ich weiß, es ist ein bisschen kleinkariert, aber schauen Sie auf den 100-Gramm-Preis. Entschuldigung, die sind so lecker. Schauen Sie auf den 100-Gramm-Preis. Schauen Sie, was da wirklich pro Wurst insgesamt zusammenkommt. Die dicken hier von ihm sind über 300 Gramm schwer. Die schafft keiner. Da hinten gibt es die normale Touristenportion, 200 Gramm Wurst, einigermaßen ordentlicher Preis. Lassen Sie sich nicht verwursten. Erst recht nicht hier in Krakau. Dobrý apetit.